Wir wollen einmal den PC-Papierkorb leeren und suchen den passenden Befehl dazu. Wie kommen wir also zu unser Fenster vom Papierkorb? Wir klicken einmal hier die beiden Fenster weg und gehen einmal hier auf das Symbol Papierkorb, also und rufen hier das Programm Papierkorb auf mit einem Doppelklick auf Papierkorb. Jetzt haben wir einmal den Papierkorb dargestellt und wir gehen einmal auf Vergrößern und jetzt sagen wir einmal, indem wir auf dieses Feld hier oben angeklickt hatten, haben wir das Fenster vergrößert, das sich Papierkorb nennt. So, jetzt möchten wir den Papierkorb leeren, deswegen gehen wir oben einmal auf Verwalten und wählen dann aus dem Befehl, nein, wiederherstellen wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht die Eigenschaften anzeigen lassen, sondern wir wollen den Papierkorb leeren. Papierkorb leeren steht hier drunter, alle Elemente aus dem Papierkorb löschen, um Speicherplatz freizugeben. Das tun wir, indem wir hier auf dieses Symbol Papierkorb leeren klicken mit einem linken Mausklick. Jetzt bekommen wir eine Sicherheitsabfrage oder auch ein Sicherheitsabfragefenster. Mehrere Elemente löschen nennt sich das Fenster. Möchten Sie diese 8 Elemente wirklich unwiderruflich löschen? Und wir klicken einmal mit der linken Maustaste auf Ja an dieser Stelle. Und jetzt wird es gelöscht. Der Papierkorb ist leer. Unser Video ist beendet. Bis zum nächsten Video.